So sehe ich also von der Seite aus. Ja, passt. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe heute einen etwas älteren Text mitgebracht. Ich lese in letzter Zeit sehr gerne ältere Texte vor, weil ich neue Texte nicht so habe. Und ja, das ist lustig, weil es wahr ist. Ja, genau, eben auch wie dieser Text, der schon einige Jahre existiert, der trägt den stolzen Titel Oh Gott! Und geht so. Viel Spaß. Ich finde, Männer sollten sich die Nägel lackieren. Nein, lass es mich anders formulieren. Ich finde, alle Menschen sollten sich die Nägel lackieren, auch Männer. Denn sind wir mal ehrlich, Fingernägel sind noch etwas Todlangweiliges. Und ist es nicht faszinierend, was man aus etwas Todlangweiligem mit so ein bisschen farbigen Lack alles machen kann? Dieser Trend sollte meiner Meinung nach nicht nur für ein Geschlecht als typisch gelten, sage ich. Ich befinde mich gerade auf einem ersten Date und versuche mich am Smalltalk. War noch nie so meine Stärke. Oh Gott, fange ich an zu grübeln. Was für ein beschissenes Thema. Was, wenn sie mich jetzt für weird hält? Oh Gott, was, wenn sie mich schon seit Beginn dieses Dates für weird hält? Schließlich versuche ich immer von Anfang an, meine Nervosität durch ultraschlechten Humor zu kaschieren. Als sie mich vorhin fragte, wie es mir geht, antwortete ich, wie einem arbeitslosen Anwalt. Kann ich klagen? Das Schlimmste an dieser Situation war, dass ich keine Ahnung habe, ob sie darüber gelacht hat oder nicht, weil ich selbst so laut darüber lachen musste. Und das, obwohl ich diesen Witz schon gefühlten 1000 Personen erzählt hatte. Oh Gott, wie dumm von mir, das gemacht zu haben. Schließlich ist der Witz ja nicht nur nicht lustig, sondern wie ich einmal erfahren musste, auch nicht korrekt. Einmal wies mich eine befreundete Jurastudentin darauf hin, dass arbeitslose Anwälte sehr wohl klagen können. Oh Gott, hoffentlich ist sie keine Jurastudentin. Sonst hält sie mich ja für weird und dumm. Vielleicht sollte sie vorsichtshalber mal fragen, was sie studiert, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte ich kein Gespräch über das Studium mit ihr beginnen, weil dann würde sie erzählen, was sie studiert und ich würde erzählen, was ich so mache. Und irgendwann müsste ich dann wohl oder übel mit der Wahrheit rausrücken, nämlich, dass sie nicht studieren kann und das, obwohl ich Abitur habe, das aber niemandem beweisen kann, da ich auf meiner Schulabschlussfeier im Suff mein Abiturzeugnis verbrannt habe. Oh Gott, ich erinnere mich an diese skurrile Situation zurück. Dave, was zum Teufel tust du da? Was? Ihr habt doch gesagt, wir machen das. Ihr habt doch gesagt, wenn wir bestanden haben, verbrennen wir unser Abi-Zeug. Was? Abi-Zeug, Dave, nicht Abi-Zeugnis, Abi-Zeug. Oh. Fuck. Nee, das ist, glaube ich, mehr so eine Story fürs zweite Date. Auf dem ersten Date zählen ja ohnehin, wie mir gesagt wurde, eher Äußerlichkeiten wie Aussehen, Kleidungsstil, Geruch. Oh Gott, hoffentlich stecke ich nicht nach Zigarettenrauch. Ich selber kann es ja gar nicht mehr riechen. Ich selber bin ja so ein schwerer Raucher, dass ich mich inzwischen so sehr an den Gestank von Zigaretten gewöhnt habe, dass ich ihn gar nicht mehr bemerke. Er ist quasi sowas wie Meeresrauschen für meine Nase geworden. Was, wenn sie das ekelhaft findet? Was ist, wenn sie allgemein abgeturnt ist von meinem äußerlichen Erscheinungsbild? Was ist, wenn sie angewidert ist von meinem Rauschebart, meinem Übergewicht, meinen Skinny Jeans? Nun ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das wäre ja schon ganz schön oberflächlich von ihr. Ja, wie kann sie mich nur für mein Übergewicht verurteilen? Vielleicht habe ich eine kaputte Schilddrüse oder eine Stoffwechselerkrankung oder beides. Aber nein, da sitzt sie und denkt sich bestimmt, dass sie dieser dicke, haarige Typ jeden Abend einen Döner reinpresst. Gut, damit hätte sie ja eigentlich vollkommen recht, aber darum geht's nicht. Wie kommt sie überhaupt auf den Gedanken und dann noch schlecht über meine Skinny Jeans denken? Pa!
Bestimmt ist ihr sowas zu unmännlich. Hey, die 50er Jahre haben angerufen. Sie wollen ihre Geschlechterrollen wieder haben. Ich mag meine Skinny Jeans. Ich mag es, sie zu tragen. Ich fühle mich sexy in meinen Skinny Jeans. Dankeschön. Ich finde, in Skinny Jeans kommt mein Arsch zur Geltung. Und ich mag meinen Arsch. Wenn ihr das zu unmännlich ist, dann soll sie nach Schweden ziehen und einen Wikinger heiraten. Blöde Kuh. Was fällt dir ein, so über mich zu urteilen und das beim ersten Date? Das ist ja unerhört. Wie kann sie denn jetzt schon ein Bild von mir haben? Ich habe doch noch fast nichts gesagt. Wieso gebe ich mich eigentlich mit so jemandem ab? Das ist es. Ich sollte gehen. Ja, ich sollte jetzt sofort aufstehen, ihr den Rücken zukehren und dann beim Weglaufen auch schon mit meinem Skinny Jeans Arsch wackeln. Schließlich soll sie sehen, was sie verpasst. Dieses Monster! Ich hab langsam die Schnauze voll von der Scheiße! Ich mag mich, so wie ich bin, und das lassen wir noch nicht verbieten von dieser potenziellen Jura-Studentin! Ich hab genug gehört! Sie ist für mich gestorben! Ja, voll, unterbricht sie meine Gedanken. Was voll? Na, das, was du gerade gesagt hast mit dem Nägellackieren, ich sehe das genauso wie du. Ich finde, alle sollten das machen. Was? Wirklich? Du bist ja komisch. Ich weiß, lacht sie verlegen und beginnt in ihrem Jutebeutel zu kramen. Und welche Farbe willst du? Ich glaube, das wird schon. Vielen Dank.